Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Erich Honecker ist auch homosexuell. Auch homosexuell. Auch homosexuell. Ei, ei, ei. Oh mein Gott, Sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine! Hohlkreuz, Hintern raus, Bauch einziehen, Schultern nach hinten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der... Scheiße zu singen ist auch eine Begabung, aber das, diese Begabung suchen wir ja nicht. Was? Wer bist du denn? Ja. 3, 2, 1, raus! Zack, der Nächste muss rein! Das geht doch nicht! Hallo, hier ist die Betty, wer ist da? Nein, 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 nein! Einen wunderschönen guten Abend. Ihr seid im Serienblumen auf Fritz gelandet. Mein Name ist Christoph von Gweiter und ich will mit euch heute über einen ganz besonderen Aspekt von unseren Lieblingsserien sprechen, nämlich über das Ende einer Fernsehserie. Wie sieht das perfekte Ende einer Serie aus? Bei welcher Serie gab es ein Ende, wo ihr gesagt habt, ey geil, genau so musste die aufhören und nicht anders? Oder andersrum, wo gab es ein Ende in einer Fernsehserie, wo ihr gesagt habt, ach nee, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt doch nicht einfach so aufhören. Einen wunderschönen guten Abend, Marina. Hallo. Wow, ganz ruhig, ist doch nur Radio, ist alles gut. Ja, nö. So, Marina, was ist denn deine Lieblingsserie? Ganz klar, Akte X. Akte X, ist ja nur auch schon eine Weile tot? Nö, tot nicht, nein. Naja, aber ist, also die Serie an sich ist ausgelaufen vor, was, 2 Jahren, 3 Jahren? Nee, das war 2003, deutscher Zeit. Ach was, da war das schon vorbei? Ja. Ehrlich, so lange ist das her? Ja. Krass. Okay, Akte X war ja, glaube ich, wirklich, ich habe es ja eben erwähnt, eine der Serien, die einen Tick zu spät abgesetzt wurden, oder? So kann man es ein wenig sagen, ein bisschen, ja. Erzähl das doch mal kurz aus Fansicht, wie war das mit dem Ende? Also im Grunde genommen, ich denke, bei der 7. Staffel hätte man ruhig einen Cut machen können. An sich vom Feeling her und wie Mulder und Scully waren und von dem ganzen Themengebiet war das schon echt Hammer. Und dann, als natürlich Mulder verschwunden ist, da fehlten vielen Fans natürlich die Hauptperson, also schlechthin, weil Mulder war nicht mehr da und viele dann, oh nee, kein Interesse, Thema doof und so. Und von daher mit den Ersatzleuten Doggett und Reyes war das dann ein bisschen schwer, das alles irgendwie zu verdauen und so. Doggett hieß der, genau, das war der T2. Ja, genau. Aus Terminator 2, der Böse. Ja, genau. Ne? Nee, und von daher, das war dann alles ein bisschen langgezogen. Also ein paar Folgen, die waren schon richtig geil noch, so aus der 8. 9. Staffel. Aber das zog sich dann halt hin und ja, die haben es dann echt ein bisschen verpasst, würde ich jetzt mal sagen. Also hatten wir da das klassische Problem, dass das Geld die Drehbücher bestimmt hat? Woran es da lag, kann ich gar nicht so sagen. Naja, daran, dass eigentlich der Hauptcharakter nicht mehr wollte, man dann eigentlich hätte sagen müssen, okay, das lassen wir jetzt mal schön bleiben, dass sie aber lieber noch mehr Geld verdienen wollten und das Ganze dann deswegen mit anderen Darstellern noch irgendwie mit komischen Drehbuchwindungen anders gemacht haben. Ja, ne? Ja. Ich meine, Duchovny, der hatte bis Mitte 8. Staffel seinen Vertrag und bei Jane Anderson war das so, die hatte noch komplett die 8. Staffel, also mussten sie irgendwie eine Lösung herauserfinden und daraus hat sich dann die 9. Staffel entwickelt und dann haben die dann gesagt, nee, irgendwie ging das jetzt dann doch nicht. Ja, und dann halt haben sie abgebrochen, ne? Mussten sich noch ein schönes Ende ausdenken, beziehungsweise haben sie gehofft, sie würden alles auflösen können. Taucht eigentlich Mulder da nochmal auf, ganz am Ende? Ja, also er selber taucht in der letzten Folge nochmal auf,
er steht ja vor Gericht und alles Mögliche, was innerhalb dieser 9 Jahre an Verschwörungstheorien aufgebracht worden war, wurde dann nochmal zusammengefasst. Sämtliche Charaktere sind nochmal erschienen als Geister oder standen vor Gericht. Also in dem Sinne, es war schon nochmal cool, die nochmal alle zu sehen, ne? Aber halt, weil die alles nochmal aufrollen wollten, das war dann irgendwie ein bisschen zu überladen, fand ich. Und dann ordne doch für mich mal als Nicht-Akte-X-Auskenner mal ein, wie passen denn da jetzt die Kinofilme rein? Spielen die zeitlich irgendwo da mittendrin oder danach? Oder? Also die Kinofilme, die sind schon wirklich zeitlich angepasst. Und zwar der erste Kinofilm, der war ja in der Serie mittendrin. Mhm. Und von daher passte es zumindest für die amerikanische Ausstrahlung her, von der Timeline her. Mhm. Bei uns kam ja der Kinofilm und dann erst die Staffel, die dazu eigentlich konzipiert worden war. Das ja, war dann ein bisschen verwirrend. Und ansonsten jetzt der Film, der letztes Jahr rauskam, Jenseits der Wahrheit, also I Want to Believe, mhm. Der spielt ja im Grunde genommen wirklich zu der Zeit, 2008. Und man hat entsprechend auch geguckt, wie haben sich Mulder und Scully innerhalb dieser vielen, vielen Jahre entwickelt. Mhm. Was würden die jetzt im Grunde genommen machen? Und da hat man halt angesetzt mit dem Film. Ich habe mir sagen lassen von Fans, dass der letzte Film na, so mittel ist. Also dass der, das hätte auch eine Doppelfolge sein können. Ja, man hat sich da wirklich auf die Grundidee von Akte X wieder, wie sagt man, besonnen. Ja, genau, weil viele, viele Episoden waren ja Monster of the Weeks Folgen, also ja. Böse Menschen, ganz komische Leute und weiß ja Kuchen nicht alles. Und im Grunde genommen war das entsprechend auch der Film darüber, ne? Und weil die ganze Mythologie und Aliens, die kommen ja dann erst im dritten Film. Man hat sich das dann wirklich für XF3 aufgehoben. Also, ach, den wird's geben? Ja. War denn der zweite erfolgreich genug? Im Grunde genommen, laut den Machern hat es gereicht. Na dann. Na dann habt ihr ja gerade nochmal Glück gehabt. Ja, na, also wir Fans, die fragen dann immer, wie ist der aktuelle Stand und dann kriegen wir eine Rückmeldung, ja, wir wollen ja und Fox hat auch schon signalisiert, es liegt eigentlich dann nur an Duchovny und Anderson und die wiederum sagen, ja, wir wollen auch, also fehlt eigentlich nur das Drehbuch und die Zeit muss noch ein bisschen verstreichen bis 2012 und dann geht das ab. Wobei ich ja ehrlich gesagt sagen muss, ich finde Duchovny steht ja Hank Moody sehr viel besser als hier. Als Fox Mulder. Ich denke mal, Hank Moody ist so mehr so seine eigene Schiene. Ich glaube auch, Hank Moody ist wirklich David Duchovny. Ja. Komm, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, genau. Wer blökt denn da im Hintergrund? Das ist mein Herr Vater, der hört hier fleißig mit. Und was sagt der zu Hank Moody? Na, der ist fleißiger Californication-Gucker. Ja, sehr gut. Ja. So gehört sich das. Ich dachte, er wird jetzt geschimpft aus dem Hintergrund. Hank Moody ist eine Potsau. Nein. Oh, also, soll das hier? Immer nein. Andere Frau, geht doch nicht. Nein. Drogen nehmen hier, der Hank Moody. Schön, sehr schön. Okay.